In einem großen Zelt werden über 100 Personen lesen. Das Buch von Jacobus Campanellis, Die Freiheit kam im Mai, ich freue mich riesig drauf. Sie ist die erste Interpretin der weltberühmten Mauthausen-Kantate und singt sie seit 60 Jahren. Ja, Jacobus erzählt, wie die Zeit war nach der Befreiung. Was ist passiert, nachdem Mauthausen, das Konzentrationslager, befreit wurde? Wie haben sich die Bürger und Bürgerinnen in der Umgebung verhalten? Was ist unter den Häftlingen geschehen? Wir in Österreich leben seit Jahrzehnten in einer Demokratie, in einer unvollständigen Demokratie. Zum Teil gibt es Bereiche, die eine Scheindemokratie ist. Es ist vieles im Argen, aber es ist vieles im großartigen Bereich. Die Alternative dazu ist Diktatur. Diktatur ist was ganz, was Schlimmes. Und Diktatur gibt es nicht häppchenweise, sondern sie umfasst alle Lebensbereiche. Und wenn man lang in einer Demokratie lebt, vergisst man vielleicht, wie schlimm eine Diktatur ist.